Seit Tesla in Brandenburg seine Autofabrik errichtet, kommen sogar Touristen. Schon die Größe und die Geschwindigkeit des Gigafactory-Baus ist für viele ein Grund, hier vorbeizuschauen. Hier geht es weiter, hier wird was gebaut, was die Welt braucht. Ne? Das ist ein Zeichen, ich finde das schön. Doch nicht alle teilen diese Begeisterung. Als im Februar auf dem Gewerbegrundstück 90 Hektar Wald gerodet werden sollten, schlugen Umweltschützer Alarm. Und einige Gegner haben bis heute ihre Probleme mit dem Großprojekt. Es geht alles kaputt, was für die Leute wichtig war, die hier wohnen. Saubere Luft, eine intakte Natur, hinreichende Versorgung mit sauberem Wasser. Tatsächlich baut Tesla bisher auf eigene Gefahr. Viele Bauanträge müssen immer wieder nachgebessert werden. Doch gerade in Sachen Umweltschutz ist der Bürgermeister von seinem Großinvestor begeistert. Tesla ist ständig bemüht, mit den Umweltverbänden Fragen zu erörtern, beziehungsweise auch hinsichtlich der Umweltverbände aufzuklären, was passiert hier, warum und können wir irgendwo was besser machen. Am 23. September soll über die Eingaben gegen den Bauantrag öffentlich beraten werden. Dann wird sich entscheiden, ob die Tesla-Fabrik in Grünheide sogar den Rekord der Fabrik in Shanghai schlagen kann. Die war in nur 11 Monaten fertig.